Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 Go Licht Let's Plays. Ich bin Rek Berlin und ihr schaut wie bei Games for You. Bam, 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 bam. Fortsetzen. Das hört sich doch gut an. So, wir müssen hier weiter gegen die Kerlis antreten, damit wir das besagte Item erhalten. Jene Kiste kann ich schon öffnen. Gelöbnis-Amulette erhalten. Dankeschön für den Tipp, Hui. So, hab ich gar nicht drauf geachtet. So blöd angeordnet. Ist es überhaupt die richtige Mannschaft? Schande, ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, wir spielen gegen die falsche Mannschaft. Ja, wir spielen gegen die falsche... Egal, dann spielen wir einmal gegen die falsche Mannschaft. Vielleicht gehen wir dann 5:0 raus. Drücken werden wir uns nicht. Holen wir mit Gabby mal den Sandmann. Sicher ist sicher. Neuer Kampfgeist. Schlecht. Schlecht. Na, jetzt aber gut, ne? Oh ja, klar. Macht er hier einen auf Super-Torhüter. Ist ja Logo. Kometen-Kombo. Fehlschlag. Ja, danke dafür. Wie viele können die denn noch rufen? Ich habe gedacht, die hätten schon 1000. Hier machen wir Lancelot und wir schießen dann gleich mit einem richtigen Schuss drauf, denke ich. Weil sicher ist sicher, ich will diesen gegnerischen Kampfgeist umballern. Geist plus 1 haben wir auch bekommen, das ist natürlich super. Geht er rein, ist die Frage. Er macht Titanenschild, das kostet ihn Kraft. Und er kann ihn nicht halten, sehr gut. 1:0. Aber wirklich, super toll. So. 11 Minuten gespielt. Das ist zeitlich ganz in Ordnung, denke ich. Gretchen wird zwar nicht klappen, aber trotzdem. So, Jumbo-Presse. Die klappt doch bestimmt. Und die tut sie auch. Sehr gut. Spezialtechnik Jumbo-Presse ist gelevelt worden. Wir machen Donnerschlag. Gleich wieder nach Möglichkeit zu Victor. Ich denke, das sollte klappen. Und Druck da wieder Avalon-Attacke. Im Notfall können wir ja immer noch mit TP-Fusion ihn nochmal rausholen, den Kampfgeist von ihm. Ich will nur dem seinen Kampfgeist so weit wie möglich auch runterschießen letztendlich. Damit er den nicht mehr hat. So, sehr schön. 2:0. Das ist doch schon mal eine ganz positive Entwicklung, die wir hier haben. Weiter. Das klappt natürlich wieder nicht. Sophie ist mir sicher. So, Dunstwirbel probieren wir. Der klappt. Sehr fein. Ach, schon wieder auf Excel. Dabei wollte ich gar nicht zu Excel spielen. Ey, ist ja umgefallen, der Arian. Was soll das denn? Schutzwirbel. Wir holen mal bei Excel jetzt zur Tour raus. Gerade beschlossen. Und halten mit unserem Dark jetzt mal volle Kanne drauf. Komm, Pinguine, fliegt und siegt. Oh, da wird abgeblockt.
Abgeschwächt aber nur zum Glück. Macht er was? Er versucht wieder ein Titanenschild angewendet. Das ist doch schon mal super. Selbst wenn wir nicht das Tor machen. Jumbo-Presse. Das ist schon gut in Kombination mit Sandmann, dass wir da keine Fouls mehr bekommen können. Ba, 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 ba. Erobern. Bin echt mal gespannt, wie lange das dauert, bis der nächste Teil dann hier in Deutschland rauskommt. So, halten wir wieder drauf. Wieder abschwächen. Energienetz diesmal, aber auch nur abgeschwächt. Und da hat ihn gehalten. Das war ja zu erwarten. Hat seinen Kampfgeist verloren. Perfekt, das ist noch besser. Normaler Schuss, volle Pulle. Auch das ist der Verlust unseres Kampfgeistes in dem Moment. Oh, oh, Schattenklaue. Ist die stark genug, ist die Frage. Nein, sehr gut. Mitten ins Gesicht ging der. Super gut, 3-0. Bäm, bäm. Vielleicht kriegen wir hier auch ein Item, das wir irgendwie noch gebrauchen können. Wer weiß, ich weiß es nicht. Erobern. Wieder mal nicht geklappt. Dann würde ich fast sagen, wir holen uns Musashi. Ich denke, dass Ryoma schneller da sein wird als Riki. Falsch gedacht, Dunstwirbel. Und er hat seinen Kampfgeist verloren, das war schon mal schön. Oh, oh, oh. Wirbelsprint, den holen wir uns wieder. Je. Yeah. Luftikus. Setzen wir uns einfach mal durch. Arian mit dem Sturmlauf. Junge, ich verstehe nicht, wieso du da überhaupt erst hingegangen bist. Feuersichel. Warum muss der Dark da hinwetzen? Das macht doch null Sinn. Ablocken. Sehr gut. Schon wieder, ey. Ruf da mit dem Feuersturm. Schattenklaue probiert er wieder. Könnte sein, dass er ihn halten kann. Nein, kann er nicht. Das wird auch ein Tor. 4-0. So, jetzt holen wir den Kaiser wieder rein, würde ich sagen. Für den Dark, der mir ein bisschen auf den Kies geht mit seinem Hin- und Hergerenne. Aber ich glaube nicht, dass wir das 5-0 noch schaffen werden. Na, vielleicht. Mal gucken. Gretchen. War klar, dass das nicht klappt. Dunstwirbel, vielleicht klappt das. Nein, klappt auch nicht. Danke dafür. Warte mal, ich will kurz noch mal gucken, dass der auch richtig ankommt. Ach, Wirbelsprint klappt aber auch nicht. Der hat den Ball einfach so unter Kontrolle, da haben wir gar keine Chance. Erobern, probieren wir.
Hat sich auch da durchgesetzt. Und Abpfiff. Ah, Schande. Knappe Kiste. Na egal, es gibt auf jeden Fall EP und das ist wichtig. Keine Items. Excel 51, Mark 43. So, wir müssen... Gegen Chaos müssen wir ja gewinnen. Da bekommen wir das entsprechende Item, das wir am liebsten hätten. Touchband ist natürlich bereit. Weiter. Genau. So. Wir holen Sandmann wieder mal raus. Das wäre halt einer der Momente gewesen im letzten Spiel, in dem Gabby einen wirklichen Verteidiger-Kampfgeist gebraucht hätte. So hat er wieder den Ball abgenommen. Macht doch null Sinn. Jetzt ruft er da mit dem bestimmten Kampfgeist her, oder? Nee. Gut. Vorhut des Sturms. Noch ein Kampfgeist. Es wird aber langsam lächerlich. Es gibt ein bisschen zu wenige verschiedene Kampfgeister, finde ich persönlich. Könnten mehr sein. Machen wir einen direkten Schuss. Wir probieren es einfach mal. V3. Einen Ballistenbomber. Ah, wird wieder versucht abzublocken. Mit einem Dunstwirbel. Abgeschwächt wurde es auch. Jetzt kommt es drauf an. Lederschredder. Hat ihn kaputt gemacht. Nicht schlecht. Komm hier. Onyx-Schwinge. Gleich hinterher. Weiter Druck machen. Wieder Lederschredder. Diesmal aber wahrscheinlich nicht. Hat auch nicht geklappt. Tor. 1-0. Tor! Juhu! So muss das sein. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Starten. Oh, noch ein Kampfgeist, ey. Den kriegen wir nicht. Zogen wir Maestro raus. Angreifen probieren wir mal. Na, super. Gut, dass wir den bekommen haben. Jumbo-Presse. Yeah. Die ist Verlass. Donnerschlag. Irgendwie haben wir immer noch nur 4 Taktiken, seltsamerweise. Kometen-Kombo. Dunstwirbel stärker. Schande, Schande. Wir probieren es einfach mal mit einem guten alten Grätschen. Toll, so ein Schwein, ey. Erobern diesmal. Ohne Kampfgeist wäre es vielleicht sogar besser gewesen. Glaube ich. Oh, wieder auf die Schnauze bekommen. Dann die gute alte Jumbo-Presse. Mit der Jumbo-Presse auf die Fresse. Durchsetzen. Orca-Klatsche, keine Chance.
Dafür Kampfgeist jetzt verloren. Und abgepfiffen. Schade. 1-0 nur. Ganz schön schwer, die Teams, finde ich. Okay. Start. Kretschen. Uns fehlt da noch ein Kampfgeist, oder? Lancelot, rufen wir mal. Und wir fehlen sogar zwei. Wir haben im Moment nur einen Kampfgeist auf dem Feld gehabt. Dunstwirbel. Klappt, wunderbar. Kampfgeist hat er verloren, noch besser. Falschen bekommen. Nochmal Bumerang-Lupfer. Jumbo-Presse, tolle Wurst. Mit den eigenen Mitteln geschlagen, aber zum Glück ein Foul. Oh, Kampfgeist. Versuchen direkt mal abzuspielen. Avalon-Attacke. Sicher ist sicher. Geht der rein, ist die Frage. Er versucht es mit dem Flammengriff. Kostet den halt auch überhaupt gar keine TP. 2-0 immerhin. Da fühle ich mich zumindest ein wenig sicherer. Schwarzer Donner. Wieso konnten wir da nichts anwenden? Ganz schön frech. Erzpegasus callen wir jetzt. Ein bisschen verlangsamt worden. Lancelot gegen Surtur. Wer ist stärker? Lancelot. Ausweichen. Eis auf Block. Ganz schön frech, aber was soll's. Wie wir echt lahm sind, ne? Das halte ich am Kopf nicht aus. Angreifen. Auch den haben wir. Haben wir seinen Kampfgeist verloren. Machen wir mal einen Weitschuss. Wieder mal abschwächen. Dunstwirbel. Gucken, ob er was machen kann. Ja, macht doch mal Lederschredder. Ja, hat er gehalten. Was soll's, was soll's. Kometen-Kombo. Das klappt. Feuertornado. Und rinn mit dem Ding, würde ich sagen. Ist aber krass, wie weit die sich voneinander entfernt haben, Axel und Mark, finde ich, von den Leveln her. Das sind ja über 10 Level Unterschied, wenn ich es richtig im Kopf habe. Komisch, weil wir haben die ja gleichzeitig bekommen, immer gleichzeitig mit dabei im Team gehabt und so Unterschiede. Sehr verrückt. Start. Erobern. Lancelot gegen Surtur, das klappt bestimmt wieder. Wunderbar. Kaiserpinguin probieren wir mal. Abblocken.
Geblockt, uiuiuiui. Abpfiff. Da hätten noch ein paar mit Kettenschuss dabei sein müssen, glaube ich. Vielleicht haben wir Glück. Gleich finden wir es raus. Das Kosmos-Armband und ewiger Eiswind. War das nicht das, was wir brauchten, ewiger Eiswind? Kurz mal gucken. Kickerkärtchen. Genau, jetzt brauchen wir Spukbande. Wo gibt's denn die Spukbande? Oh Mann, Mann, Mann. Keine Ahnung. Naja, machen wir erstmal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.